Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ich zeige euch SugarMess Let's Play Jolly Battle. Und ja, es ist ein süßes Game, wo man relativ hektisch rumballern muss. Und wir haben hier unsere Karte. Es ist alles so ein bisschen wie eine Geschichte gemacht. Hier haben wir unseren Spieler, den können wir jetzt an die verschiedenen Positionen setzen, weil ich die schon freigespielt habe. Ich würde euch jetzt einmal Level 1 zeigen und dann würde ich fast sagen, dass wir hier dann direkt zu diesem, hier ist ein Boss-Battle, da gehen wir dann weiter. Nur, dass ihr erstmal seht, wie ist das Spiel, was macht das und ja, machen wir mal Level 1. Dann kommt auch unser kleines Buch, wo wir dann quasi die Geschichte erzählt bekommen. Das Game kostet 14,99 €, ist immer noch ein App-Lab-Game. Und ja, hier gehen wir jetzt mal weiter. Dies ist eine Geschichte über einen Zuckerprinzen, der davon träumte, ein riesiges Königreich zu errichten. Um seinen Traum zu verwirklichen, baute der Prinz einen Roboterassistenten namens Robbie. Sie arbeiten unablässig zusammen, nicht nur als Partner, sondern auch als echte Freunde. Am Ende bauten sie ein Königreich, in dem jeder gerne leben würde. Aber das war noch nicht alles. Der Prinz wollte sein wunderbares Königreich noch besser machen. Deshalb hat er sich einen neuen, stärkeren Assistenten namens Robbo zugelegt. Jetzt hat der Prinz keine Zeit mehr für seinen ehemaligen Freund Robbie, der plötzlich überflüssig geworden ist. Oh. Im Königreich herrschten Frieden und Freude. Doch in einer schicksalshaften Nacht griffen Kuchen das Schloss an. Und da sind wir jetzt. So startet die Geschichte. Hier wird uns noch ein bisschen was erzählt. Wir haben Lebenspunkte an der Uhr. Also hier haben wir die Lebenspunkte, wie wir sehen. Und ja, wir haben in dem Game ein bisschen Rätsel. Wir haben relativ schnelle Schießereien. Es ist für allen was dabei, aber es ist sehr, sehr schön detailreich und total bunt gestaltet. Auch die Waffe, schaut euch die Waffe mal an, wie cool die aussieht. So, und hier können wir immer nachladen. 19 Schüsse sind immer drin. Wir haben hier noch ein Zielfernrohr. Aber ich mache es meistens so ein bisschen. Ich habe eben gesehen, die. Oh Gott, den hätte ich noch trinken. Die Waffe hat auch ein Level und ich glaube, die wird dann auch stärker mit der Zeit. Und die haben immer so Extras, die muss man treffen. Und jetzt haben wir hier so eine Rakete gekriegt. Die Musik ist auch cool, hat was. So, es läuft auch super flüssig, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, für was das war. Ah, da konnte man dann in einem Umkreis irgendwas zerstören, scheinbar. Nein! Mein erstes Game nach meiner Bandscheiben-OP, wo ich mich auch ein bisschen bewegen muss. Was ist das für Süßigkeiten? Sein kleiner Kuchen? Ich glaube, ne? Oh, jetzt haben wir wieder was gekriegt, wieder eine Rakete. Und dann gibt es auch noch Heilung. Müssen wir mal gucken, wo wir. Ah, wir sind bei 72. Ziehen wir mal besser hoch.
Da sehen wir es. Die Waffe hat jetzt, ist jetzt verbessert. Warum oder was das dann macht, keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Vielleicht macht die jetzt mehr Damage. So, machen wir mal fortsetzen. Und wenn wir alles abgeschlossen haben, die Kampagne, dann können wir hier in diesem Dachboden wohl herumlaufen, können da auch zu dem Computer oder zu diesem Spiel, ja, Spielstation, sage ich einfach mal, wie wir sie von früher kennen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die nennt. Okay. Hier haben wir es wieder. Hier haben wir den Endboss. Und das wollte ich euch eigentlich mal zeigen. So. Friend in need. Der Prinz umging das Tor und lief in den Süden, in den Süßigkeitenladen. Ein weiterer Schritt trennte ihn vom Ziel. Robbo, ist es langsam leid, auf mich zu warten. Oh, du Stubenhocker, du chillst hier, während wir von Naschkatzen überfallen werden? Hey, wach auf! Es schien, als müsse er nur noch Robbo aufwecken. Aber alles kam anders. Oh, da hat sich jemand zu schaffen gemacht an Robbo. Habt ihr auf dem Bild gesehen? Robbo benutzt auch Booster, schießt auf die Kisten, um Robbo daran zu hindern, sie zu benutzen. Okay, also... Da wird Robbo sein. Okay, da ist Robbo. Dann wecken wir mal auf. Aber Robbo ist eigentlich unser Freund. Aber scheinbar aktuell nicht. Robo hat nur noch 50%. Robo wird sauer. Oh, hier fehlt echt ein Schutzschild oder sowas. So viele kann er nicht mehr haben, ne? Oh. Wir haben jetzt auch ein bisschen andere Schüsse seit der Level. Seit der Level 2 hat hier die Pistole. Und mehr Schüsse haben wir auch. Oh Gott! So, 0%. Hasta la vista, baby. Das war jetzt gar nicht so leicht, muss ich sagen. Ob wir uns dafür nachher was kaufen können? Mal abwarten. Ah, guck mal hier. Verwende den Arcade-Automaten, um eine neue Waffe zu wählen, um zu kaufen.
Und wie kann ich den wählen? Weil ich kann nämlich nirgendwo hin. Ah, okay. Also ich muss wirklich einmal durchspielen. Und dann kann ich mir eine neue Waffe wählen. Ah, guck mal hier. Da geht's weiter. Big Plans. Der Prinz besiegte Robbo in einem schwierigen Kampf. Oh ja, das war schwierig. Der Zuckerbäcker-Roboter wurde außer Gefecht gesetzt und es schien, dass der Prinz ohne seinen Assistenten dastand. Aber nicht alles war verloren. Er brauchte nur etwas Einfallsreichtum. Ah, jetzt kommt bestimmt ein Rätsel. Jetzt bringe ich alles wieder in Ordnung. Es war keine leichte Aufgabe. Der Prinz wagte verzweifelte Maßnahmen und schrumpfte. Okay, um an die inneren Mechanismen des Roboters zu gelangen. Okay, let's go. Große Pläne. Drück die Taste, wenn die Batterien über ihnen sind. Halte bis zum Ende des Liedes durch. Ah, jetzt haben wir auch noch ein bisschen so Musik-Rhythmus-Games. Okay, muss ich gucken, ob ich das hinkriege. Ah, oh, das hat ja was von Ragnarök. Okay. Cool. Yes, give me the beat. Oh. Okay, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Concentration machen hier. Jetzt mache ich keinen Quatsch. Also ich muss sie wirklich die ganze Zeit oben halten. Einmal nur wissen, wie es geht, ne? Noch bin ich gut im Rennen hier, wenn ich mir mein Barometer da anschaue. Geschafft? Nein. Puh. Die Musik hat aber irgendwie was.
wieder was los, du. War ganz schön anstrengend. Sieg! Wenn das mal nicht dicke Subwoofer sind. Okay. Nutze den Regler, um den Modus zu ändern, nach Abschluss der Hauptkampagne verfügbar. So, hier haben wir einen kleinen. Wo geht's hin? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Juhu, hey, mein Freund, wie geht es dir? Alles in Ordnung? Piep, pup, piep, lass uns nachsehen. Alle Mechanismen funktionieren normal, aber was ist los? Überwältigt von seinen Gefühlen erzählte der Prinz Robbo, wie das Königreich angegriffen wurde. Und dass er tapfer mit Kuchen gekämpft hat. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, ich werde die Gegend absuchen. Hast du schon cool gemacht mit dem Buch hier? Vulkan, sie kommen aus dem Vulkan, aber da ist noch jemand. Ah, der kleine vernachlässigte Robby. Der hat das alles ausgeheckt. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt für ein Level kommt. Flupp. Wow. Also für jung und alt, das Game, das ist echt gut gemacht. Das kann man aber wirklich mal jemanden im jüngeren Alter spielen lassen. Das ist ja häufig auch ein Problem. Boah, der war aber schnell, ey. Ich würde euch lieber essen, als auf euch zu schießen. Oh, du kleiner Mistkäfer. Okay, wir haben 88% noch. Alles so bunt aussieht, muss man die auch erstmal erkennen. Ne? Die fügen sich so gut ein in die Welt hier. Wo? Ich sag wo? Sollen sie aber an mich ran hier. Nicht mit mir. Oh, fast Level 3 geschafft. Ich bin gespannt, was es eigentlich sonst noch so für Waffen dann gibt. Aber das werden wir in dem Video jetzt nicht durch. Exerzieren. Mm-hmm.
Was haben wir denn jetzt? Der Zuckerprinz rannte so schnell er konnte, nachdem er alle Naschkatzen bewältigt hatte. Doch dann blieb er plötzlich stehen, da eine der Brücken gebrochen war. Nun, das ist ein Problem. Ich wusste, ich hätte Teleporter einbauen müssen. Was soll ich tun? Der Prinz nahm seinen Mut zusammen, breitete sich vor und sprang auf das Seil. Nicht nach unten schauen, nicht hinschauen. Oh, ich habe geschaut. Schritt für Schritt legte der Prinz die Strecke zurück, bis er an das andere Ende der Klippe sprang. Endlich fester Boden, ich habe dich so vermisst. Nun, ich werde jetzt durch die Berge gehen. Und das wird wieder in diesem Gefährt sein wahrscheinlich. Das gab es in einem Level schon mal. Ja. Diese Eisenbahnfahrten, die kann ich nicht ganz so gut vertragen, aber werden wir schon überleben. Ganz kurz geschaut, ob alles noch in Ordnung ist mit der Aufnahme. Aber wird das, wenn es mal so hoch geht? Ich kann sowas nicht. Auch nach all den Jahren nicht. Viele. Okay, Heilung haben wir schon mal, das ist schon mal sehr gut. Habe ich auch bekommen. Das nochmal Heilung. Bäh. Kann man da drauf schießen? Hier wohnen also Kuchen. Na komm! Ich könnte eigentlich auch überfahren, oder? Jetzt geht's wieder runter.
Auf jeden Fall ist es echt mit viel Liebe gemacht. Es funktioniert alles, was hier. Also ich habe jetzt keine großen Fehler oder so feststellen können bisher. Und wie schon gesagt, das könnt ihr ja euren Kindern auch spielen lassen, ohne dass man Angst haben muss, dass die hier irgendwie Horror oder Brutalität zu spüren bekommen. Jetzt mit ein bisschen Süßigkeiten aufeinander schießen, das ist nicht so tragisch, finde ich auf jeden Fall. Es gibt vielleicht da draußen noch Leute, die das auch kritisch sehen. Jetzt geht's aber los hier. Das wird ein bisschen stressig. Und das kann ich nicht. Noch immer nicht. Die Musik ist cool. Wenn man das zu lange hört, wird man wahrscheinlich irre. Aber langsam mal da sein, oder? Also Waffen kann man auch tauschen. Wäre auch cool, wenn hier immer irgendwas passieren würde, man vielleicht auch Gebäude kaputt schießen kann. Das wäre noch cool. Ich wollte mich gerade hier abstützen. Boah. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das war ein Herz, wo ich noch drauf geschossen habe gerade. Jetzt haben wir Level 3 verbessert. Das kann man nicht überspringen. Man muss erstmal abwarten, bis er zu Ende gezählt hat. Ist auch blöd, dass das jedes Mal kommt, aber gut. Kann man das nicht verhindern. Forbidden Cave, verbotene Höhle. Schließlich war der Prinz am Fuße der Berge angelangt. Er versuchte, sie zu erklimmen, aber alle Versuche waren vergeblich. Der Prinz stürzte und fand sich in einer alten, verlassenen Mine wieder. Der Prinz suchte nach einem Ausweg und er war in Gedanken versunken. Er dachte an Robbie und was aus ihm geworden ist. Doch plötzlich stieß der Prinz mit dem Kopf an etwas. Es war eine antike Statue. Die ganze Höhle war von Geheimnissen umhüllt. Und die meisten davon wird der Prinz lösen müssen. Oh je. Verwende die Schallflächen auf dem Panel, um das Puzzle zu manipulieren. Solche Sachen sind nie gut für mich. Also da oben sieht man, aber dieses, okay, Eier, drei Eier,
dann erstmal. Oh. Drei Eier, Würfel, Milch müssen wir jetzt noch. Die drei Eier müssen wieder her. Drei Eier, da, okay. Oh je, der ist komplett Zufallsgenerator. Oh, das ist echt schwer. Ich mag solche Rätsel auch gar nicht. Geschafft, obwohl ich weiß, gar nicht weiß. Ach so, resolved. Ich habe selber Auflösen gemacht. Okay. Ja, ist auch besser. Ist auch besser. Also sowas ist überhaupt nicht mein Fall. So, ab in die Höhle. Oder in die Mine. Show must go on. Mit einem schweren Rütteln öffneten sich die Tore und die Sonnenstrahlen brachen durch den Zuckerstaub. Der fröhliche Prinz kam von der anderen Seite der Berge heraus. Doch das Lächeln verging ihm, als er die Süßigkeitenhütten entdeckte. Streut mir Salz, es sind zu viele. Das schaffe ich nicht. Wir müssen sie ablenken. Aber als er sich umsah, bemerkte der Prinz die Trommeln. Ohne zu zögern schnappte er sich die Sticks und begann zu spielen. Oh je. Okay. Tut mir nichts. Okay, das sind Bomben. Oh, das ist weit weg. Ah, wieder hängen geblieben. Mit den Sticks. Okay, einmal versuche ich noch. Boah, ist aber auch nicht so leicht, finde ich. Du, du, dab. Nee, ich gebe auf. Das war's. Boah, hier ist auch sehr, sehr warm drin im Zimmer und ich merke es gerade, boah, nee. Also Leute, hier bin ich jetzt gescheitert. Aber trotzdem bisher echt cooles Spiel. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, mache ich gerne nochmal ein Video dazu, gerne in die Kommentare damit. Und ja, wie gesagt, es ist ein echt süßes Spiel, was für jung und alt ist.
Und hier haben wir Schießereien, Rätsel. Hier war noch so ein kleines Rätsel mit dem Tor, das musste man öffnen. Da musste man auch immer die gleichen Symbole sammeln. Und ja, also ich kann es empfehlen. Ihr habt jetzt das Gameplay gesehen. Und nachdem wir die Kampagne gelöst haben, gibt es ja da auch noch weitere Waffen. Vielleicht ist das ein oder andere dann auch noch mal ein bisschen einfacher vielleicht oder ein bisschen cooler sogar. Wer weiß. Ich finde immer, dass es besser ist, wenn man die Waffen während des Spiels aufleveln kann, wechseln kann und nicht erst die Kampagne zu Ende spielen muss. Aber gut, ist meine Meinung dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Like raus, Abo-Button bitte nicht vergessen und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.